stell die. Hör auf dein Inneres, es belügt dich nie. Du schaffst Schatz, hör ganz tief in dich. Du herrschst die Kraft, vergiss es nie. Ja, hallo meine Freunde, hier ist der Alfred Bischof, der Liedermacher aus Vorarlberg, aus Österreich. Ja, wir sagen hier aus dem Ländle. Und heute Morgen bekam ich eine WhatsApp-Nachricht meiner Schwester und die hat mich so gefreut. Ich habe sie gewusst, dass was geschrieben wird. Und zwar, sie hat mir einen Zeitungsartikel gesendet. Ich war ja letzte Woche bei der Vorarlberger Nachrichten in Schwarzach und dort hat man ein Interview mit mir gemacht. Ja, aber ich hatte keine Info, wann der Artikel erscheint. Und jetzt hat die Schwester mir ein Foto von diesem Artikel gesendet. Mensch, das hat mich so gefreut. Ich habe gefrühstückt, bin dann sofort in die Tabaktrafik und habe dort beim Zeitungsstand sozusagen die VN entdeckt und habe sie sofort gekauft. Und dieses Video habe ich drum gemacht, um euch diesen Artikel zu zeigen. Ich stelle jetzt die Gitarre auf die Seite. Ja, und zwar im C Teil 8. Und zwar Montag, dem 23. Jänner 2023. Songs über das Leben in allen Facetten. Und dann steht hier, Alfred Bischof wurde beim 40. Deutschen Rock'n'Pop-Preis geehrt. Derzeit arbeitet er an einem neuen Album. Ja, das hat mich, also wo ich den Artikel gesehen habe, schaut's, ist das nicht super? Klasse, nicht? Schaut's die Foto an. Ich hoffe, ihr seht's halbwegs. Mega. So, schaut's an, fast eine ganze Seite, also geht über die Hälfte, ist ja ein Traum. Ist ja eine super Werbung für mich und ja, ich freue mich total, dass ich wahrgenommen werde jetzt als Liedermacher, als Komponist, als Mundartinterpret, dass ich meine Lieder so singen kann, wie ich im Herzen fühle, wie ich denke. Und es war für mich schon gigantisch, dass ich in Deutschland draußen geehrt wurde. Als ich im November den Brief bekam vom Deutschen Rock'n'Pop-Verband, ich habe das nicht geglaubt. Ich habe gedacht, das gibt's gar nicht. Wow, habe ich mir gedacht. Und dann, wo ich dann auf dieser großen Bühne war und den Preis bekommen habe, ich habe eigentlich für zwei Lieder eingesendet. Ich wollte es zuerst gar nicht, bis mir der Ole Sellmeier gesagt hat, bitte sende die Songs ein, die sind super, die wollen wir hören. Schick sie der Jury. Das habe ich gemacht dann. Gott sei Dank habe ich gehört. Und es war der Titel Wo führt es hin? Und Du schaffst alles, wo ich vorher angespielt habe. Ja, und dann bekam ich einmal die Auszeichnung für bester Mundartinterpret 2022 und dann die Auszeichnung für deutscher Singer-Songwriter, was mich natürlich total happy gemacht hat. Und jetzt so ein Artikel in den Vorarlberger Nachrichten. So ein Artikel. Also Leute, wer die VN noch nicht hat, abonniert sie, kauft sie, schaut euch diesen Artikel an. Also ich werde ihn natürlich auf meine Homepage dann auch stellen. Wer es nicht aushalte, kann mir ein Mail schicken an info@alfredbischof-liedermacher.at. Dann sende ich euch gerne diesen Artikel als PDF-Datei zu. Ja, ich bin happy. Es freut mich einfach. Und ich wollte diese Freude einfach mit euch teilen. Ich war auch letzte Zeit in
Pfullendorf draußen und die Musik ist super angekommen. Es kam dann eine Dame zu mir, die sagte, wow, endlich wieder handgemachte Musik. Und mich hat das so gefreut. Dann ein anderer Mann hat gesagt, ja, ja, komm nicht zu spät nach Hause bei meinem Lied Z'morgen am Vier. Und also ich hatte brutal super Feedback und das freut mich. So, das war's, das wollte ich euch einfach mitteilen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann ein Gefällt mir, teilt es, erzählt von mir weiter. Infos über mich findet ihr unter www.alfredbischof-liedermacher.at. Es gibt auch ein Newsletter dort, www.alfredbischof-liedermacher.at. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns vielleicht bei einem Live-Konzert kennenlernen. Würde mich sehr freuen. Also, bis bald und denkt an euch. Wenn ihr an euch glaubt, an jeder an sich selber glaubt, an sein Inneres, dann schafft es, schafft ihr alles. Alles erreicht ihr. Glaubt's an euch. Ich danke fürs Zuhören. Bis bald. Euer Alfred der Liedermacher aus Fradelberg, aus dem Ländle, aus Österreich. Tschüss. Du Schaffschatz, glaub nur fest an dich. Hör auf dein Inneres, es belügt dich nicht. Du Schaffschatz, hör ganz tief in dich. Du herrschst die Kraft, vergiss es nie. Bis bald, euer Alfred. Tschüss.